einem neuen Konzertabend hier im Gleis 22 in Münster zu Die wollen nur spielen. Veranstaltet wird das Ganze wieder mal vom Münster Bandnetz und wir hören heute Songs von Shoreline, High Spencer und Great Escapes. Viel Spaß dabei! Was kann sich denn der Zuhörer gleich unter eurer Musik vorstellen? Also, welche Musikstil verkörpert ihr? Naja, es ist hauptsächlich für dies, also es ist so Punkrock, aber es ist, ich würde es als, also wir sagen dazu Melodic Punkrock. Ja, schon irgendwie auch so ein bisschen emo-mäßig teilweise, würde ich sagen, oder? Ja, also ich finde es immer, ich find's immer voll schwer, das selbst zu beschreiben. Also wir waren schon mal im Gleis hier und wir waren selber schon ganz oft hier zum Shows gucken und das ist einfach so ein schöner Laden und das Münster Bandnetz ist eine echt gute Sache und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ja, es ist vor allem, also wir kommen halt auch alle drei aus Dörfern, wo sowas halt überhaupt nicht geht. Also so, und es ist halt total cool, dass es dann irgendwie so eine städtische Organisation gibt, die halt so kleinen Bands die Plattform gibt und halt in diesem Ausmaß einfach Konzerte macht. So, das ist halt total gut, weil wo wir herkommen, gibt es halt eine Kneipe und da kann man dann spielen und das ist auch nicht schön, wenn man das macht, aber mehr geht halt nicht und es ist halt echt cool, wenn dann jemand das in die Hand nimmt und halt so Bands unserer Größe irgendwie da unterstützt. Nervös oder freut ihr euch einfach nur riesig drauf? Ja, also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, das muss Malte, glaube ich, gleich nochmal für sich selbst sagen, weil das, glaube ich, so Nervosität muss jeder mit sich selber so ein bisschen ausmachen. Wenn wir fünf zusammen sind, wir sind ja nicht zu zweit, wir sind ja insgesamt fünf Leute, dann hilft das schon so ein bisschen, dass man nicht so nervös ist. Aber grundsätzlich, je näher so ein Auftritt rückt, desto angespannter ist man halt. Ich würde das zum Beispiel bei mir nie als Nervosität bezeichnen, sondern es ist eher so eine angespannte Freude auf den Auftritt. So ist es auf jeden Fall bei mir. Wie ein Kind, das bald Weihnachten feiert. Ja. So eine halbe Stunde vorher ist bei mir immer schlimm. Also wenn du merkst, so die jetzt, zum Beispiel heute spielen ja drei, also insgesamt drei Bands und du merkst, die Band vor, die hat jetzt noch so eine Viertelstunde zu spielen und dann stellst du dich schon mal, machst dich mal fertig und so, dann fängst du langsam an. Und dann gehst du auf die Bühne und dann, wenn du merkst, so der erste halbe Song ist durch, dann ist die Melancholie, hätte ich fast gesagt, die clevere Melancholie ist dann weg. Dann ist nur noch Party, Party, Party angesagt. Dachten, es geht doch schon von alleine. Wir kommen schon wieder auf die Beine. Viele Leute da. Einfach schön. Ja, mega geil. Es ist so schön hier. Es sind so viele Leute rausgekommen und es ist einfach eine super Sache, die das Münster Bandnetz da immer wieder auffährt. Das ist der Hammer. Seid ihr zufrieden mit eurem Auftritt? Ja, auf jeden Fall. Also
Ich glaube, es kannten uns nicht viele hier heute, weil viele wegen Herrn Spencer da waren. Und so vor allem hier so in den ersten Reihen waren halt echt Leute, die echt Bock hatten und mitgemacht haben und so. Und das ist halt immer schon Gold wert. Wenn vor allem Menschen, die du nicht kennst, irgendwie Bock haben und mitmachen, ist das, ja. Ich bin ein bisschen heiser. Das war sehr, sehr schön, weil hier einige Leute waren, die haben wir noch nie gesehen und die haben unsere Texte mitgesungen und alles. Das war wunderschön. Das war wirklich wunderschön, oder? Genau, genau dasselbe. Genau dasselbe. Ich bin durchgespitzt, hab mir das T-Shirt gezogen und da bin ich.